Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spyro. Ja, wir sind jetzt in der Welt der magischen Künstler und standardmäßig werden wir jetzt erstmal die Werden wir erstmal die Hauptfläche untersuchen. Das war ein bisschen schlecht abgeschätzt. So. Dann retten wir erstmal den Drachen. Kosmos. Willkommen bei den magischen Künstlern. Ich möchte, dass du die Drachen befreist, unseren Schatz zurückholst und den blauen Dieben die Eier wieder abnimmst. Ja. Bisschen sehr hochgetackelte Kerl. Du bist ein Idiot. Oh, ich bin auch ein Idiot. Egal. Oh, schicke Buchse hast du. Oh, warte. Das war scharf. Ha! Haben wir dich erwischt. Wie stumpf das klang. Okay. Eben nicht. Dann lacht nur. Ich kann auch lachen. Zwar nicht so gut, aber ich kann auch lachen. So, was hat er jetzt zu sagen? Zantor. Du kannst entlang von Pfeilen wie diesen hier vorstürmen, um eine Superladung zu beginnen. Superladung? Spitze! Na los, probier's aus! Dann wird auch nie erklärt, was das ist oder sonst was. Aber weiß man doch direkt Bescheid. Jo, hier, mach mal so ein Superladen-Dingens. Oh. Das habe ich früher so gerne gemacht. Ein Leben und ein verschlossene Truhe. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Das ist ziemlich schnell. Sehr schnell. Wir sind sehr schnell. Boulder. Dieses Portal führt an einen Ort, wo du fliegen lernen kannst. Aha, ich weiß noch, wie ich mir als junger Drache meine Flügel verdient habe. Fliegen lernen. Verstanden. Oh, wir haben schon einen Drachen gefunden. Wie geht's auch noch weiter? Okay, die ist auch verschlossen. Ja, da ist noch einer. Die erinnern ein bisschen an die Minions von League of Legends. Gemischt mit McGonagall. Was ist das? Ach, da ist der Schlüssel.
Vielleicht ist es auch einfach nur eine grüne Farbe vom Hut oder sowas, ich weiß nicht. Oh, das Schaf haben wir auch noch gegrillt. So, das haben wir. Jetzt fehlt ja jetzt nur noch diese eine Truhe da. Diese Truhe. Da weiß ich aber zufälligerweise noch, wie man die aufkriegt. Und da drüben findet auch noch was. So. Ich bin so auf. Genau. Blablabla. Dann fehlt uns ja immer noch ein bisschen was. Was fehlt uns denn noch? Kann auch nicht alles gewesen sein. Sag ich doch. Irgendwo fliegt hier noch ein Zehner rum. Aber das ist gut. Fail. Da haben wir alles. Irgendwo müsste hier doch noch ein Zehner rumspüren. Irgendwo muss noch ein kleiner Zehner sein. Irgendwo liegt hier der ganz allein. Na komm, wo ist der denn? Haben wir den Anfangsraum vergessen? Oder hier unten? Aha. Tada! Wir haben es geschafft. Wir haben 7 Minuten rum. Wo ist denn überhaupt das erste Level? Ist das jetzt vorne? Wir gehen nochmal zurück. Guck mal nach. Aber ich glaube, hier war kein Level, oder? Nee, da haben wir. Da ist der Eierdieb lang gerannt. Hier war kein Level. Wie gesagt, erster Teil. Ein absolutes Favoritenspiel der Kindheit. Macht immer wieder Spaß. Kann auch mal wieder ab. Ja, können auch ein bisschen runter. Okay. Ach. Das doofe Level. Das Level damals gehasst. Vor allem wegen diesen Viechern. Komische Bestien. So. Ha! Erwischt. Ah, das bringt leider nichts. Schade. So. Zane.
Spyro, du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, schrecklichen Bestien, oder? Nö. Natürlich nicht. Ach gut, das dachte ich auch nicht. So. Ah. Okay. Da war das nix. Ich glaube, da ging's weiter. Ich glaube, von da kommen wir auch dann darüber. Von hier aus wird man das auch schaffen, aber wir werden es von dort aus nicht dahin schaffen. Und von hier aus schaffen wir es, glaube ich, auch nicht. Treffen hier aus. Sollte eigentlich, oder? Wir probieren es. Ja. Ein Schaf! Das tut mir jetzt echt leid. Das arme Schaf hat gehört, wie er geschrien hat. Au! Diese Eismagier. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber die Vögel im Hintergrund, die klingen so ein bisschen wie aus Rayman. Übrigens habe ich vor, demnächst hier noch ein paar mehr Klassiker anzuschaffen. Darunter würden dann halt die Crash-Reihe da fallen. Eigentlich sollte ich dich auslachen wegen dieser Boxershorts. Aber wenigstens trägt der Boxershorts. Kein Eierknieper. Ne, wo war ich denn geblieben? Genau. Die Crash Remastered Reihe wollte ich holen. Und ich habe auch gelesen, ja, nächstes Jahr, also 2019, ist ja nicht mehr so lange hin, dass dort dann auch die Crash, das Crash Team Racing erscheinen soll. Eines der wenigen Rennspiele, die ich tatsächlich spiele. Danke, dass du mich befreit hast. Also, könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Diese Spiele werden auf jeden Fall auf dem Kanal noch erscheinen. Red Dead Online ist auch geplant. Aber erst bei besserer Internetqualität. Und wenn die Server buggy-frei sind. Weil sind sie zurzeit noch. Ich habe das mit meinem privaten Kanal schon kurz angetestet. Ja, geht das auch mal ehrlich zu. Weil wer. Hallo, wer lässt sich die Möglichkeit entgehen, also, ne? Einmal kurz anzuspielen. Ich habe es auch wirklich nur kurz angespielt, also keine Sorge. Ist ja aber auch momentan nicht viel los auf diesen Beta-Servern. Das heißt, das Spannende kommt ja erst noch. Oh, das würde mich dann freuen, wenn ihr natürlich dann dabei seid. Ist hier weiter? Okay, hier haben wir Leben. Das siehst du gut. Juhu, Feuerwerk! Hey, wie gesagt. Ich würde mich dann freuen, wenn ihr dann auch dabei seid. Aber genug von meinen Zukunftsplänen. Es gibt ja auch noch Leute, die sich das erst ein paar Jahren anschauen und die Zukunftspläne sind so scheiße. Gut gemacht, Spyro. Ja. Wenn du so weitermachst, kennst du bald alle Tricks der Welt der magischen Künstler. Okay. Ich dachte, ich kenne sie schon alle. So. Was haben wir hier? Huch. Beine abgestürzt. Das war sehr knapp. Aber den ganzen Weg jetzt nochmal laufen. Oh. Na, jetzt kommen wir hier einfach. Ui! Da rollt sich sogar der Drache. Und da ist noch ein Schmetterling.
haben wir wieder. Bloß nicht vergessen. Jetzt ist die Frage darüber. Aber wahrscheinlich dort oben, ja? Den Vorsprung. Hier ist ein Paladin. Okay. Kelvin! Mal sehen, was hat er denn zu sagen? Denkt dran, die blauen Diebe haben auch außerhalb der Welt der magischen Künstler Eier gestohlen. Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. Ja, haben wir schon, zum größten Teil. Und wie die auf einmal los sprintet. Immer schön Kurven ganz eng nehmen. Ich habe jetzt natürlich mal die Truppen hier ein. Ah, verdammt. So, jetzt sind wir eng. Eng. Da habe ich doch einen Einer gesehen. Den wir wirklich vergessen. So. Da ist der. Oder? War gar keiner. Was? Optische Täuschung. Pater Morgana. Betrug. Schaffen wir das? Oh. Sicher. Okay. Den Anzinn darüber. Den Anzinn darüber. Den Anzinn darüber. Den Anzinn darüber. Also wir brauchen keine anzünden. Alles gut. Gut, das hätten wir. 100% des Levels. Wunderbar. So muss das und nicht anders. Habe ich eigentlich schon mal die Leute gelobt dafür, dass sie diese tolle Spielreihe wieder zum Leben erweckt haben? Ich meine, nachdem dieser Trilogie würde ich nicht sagen, dass es unbedingt bergauf ging mit Spyro. Oh, sind die alle wieder da. Also die PlayStation 2 Abenteuer waren nicht so dolle, finde ich. Da war die Steuerung ein bisschen sehr überladen. Auch ein bisschen sehr schwammig. Und auch ansonsten haben sie ziemlich viele Veränderungen vorgenommen, die ich jetzt nicht so toll fand. Aber ist halt nur meine persönliche Meinung. Da kommt diesmal schon die IP, oder? Sag ich doch. Ja komm, ich kriege auch noch. Verdammt. Es gab übrigens keine Trophäe. Das seht ihr ja nicht. Habe ich es gerade so aus dem Augenwinkel gesehen. Ja, wie gesagt. Da ist ja schon zwei Zeiten. Die haben ziemlich viel geändert. Weil ich persönlich sehr schade fand. Klar, es gab auch ein paar gute Änderungen. Das mit Cinder zum Beispiel fand ich gar nicht mal so schlecht, aber halt diese verschiedenen Elemente und so weiter. An sich eine tolle Erklärung, warum der Drache jetzt hier wieder ist, aber es war einfach nicht mehr dasselbe. Hit and Run, Plattformer, Jump and Run. Es war einfach nicht dasselbe. Hat sich einfach alles angefühlt. Aber da ist ja noch einer. Oh, und neben. So. Ja, komm, dafür haben wir noch Zeit. 11 Minuten. Ja, und dann kam. Dann. Nach der PS2. Aber das Schlimmste, was überhaupt mit dem hätte passieren können.
die Skylanders. An sich auch kein schlechtes Spiel, aber es hatte rein gar nichts mehr mit ihm zu tun, außer halt die Farbe. Das war alles. Und der Name. Fähigkeiten. Das war einfach nicht. Das war einfach nicht dasselbe. Das war komplett anders. Nein. Gefiel mir nicht. Also gefiel mir schon auf eine gewisse Art und Weise. Hätten sie die Drache jetzt anders benannt, dann hätte ich es wahrscheinlich lieber gespielt. Aber so. Oh. Ach genau, das war das ja. Wie gesagt, hätte ich das irgendwie anders genannt. Ich glaube, ich hätte dann sogar mit mehr Enthusiasmus gespielt, als ich es getan habe. Und wahrscheinlich hat das Spiel diese Kritik auch nicht so wirklich verdient, die ich hier äußere, weil auch wenn sie für etwas jüngere Leute gedacht war, fand ich sie dennoch gut. Au. Wie ich jetzt unbedingt noch habe. Und hier geht's weiter nach oben. Yeah, geh weg, geh weg, geh weg. Da gibt's ja noch weiter oben. Oh, das ist doof. Schön gesittet durch die Höhlen laufen kann. Durch diese Stahl irgendwas Viecher. Da bleibe ich nicht ran. Ja, wie gesagt, das war das, was ich dieses Geräusch. Das habe ich so oft zum Verteidigen gemacht. Oh, das schaffe ich doch, das schaffe ich doch, das schaffe ich doch. Nein, ich hab's nicht geschafft. Okay. Nein, man. Das war immer so dieses Feeling. Bei diesem Geräusch. Es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. Ich glaube, die Jahrzehnte zocken und das immer wieder durchspielen. Damals echt nicht falsch. Tragen leider heftig zu diesem Let's Play Play. Auch wenn ich mal alles im Kopf habe. Bisschen was ist noch da. Und je mehr Geräusche und Bilder ich sehe, desto mehr kommt zurück und das ist eigentlich wunderbar. Nostalgie pur. Oh, ich bin auch nicht einer, der großartig erklärt oder sowas. Zumindest nicht, wenn ich dann irgendwie. Links oder rechts? Links oder rechts? Gegen links. Verdammt. Ach ja. Stimmt, da war ja was. Genau. Wie sieht denn hier aus? Auch da die Dinger hier rein. Genau. Mensch. Bin ich damals hier verzweifelt. Ich glaube, ich müsste auch den hier machen. Ah, leider nicht ganz geklappt. Ja, an diesem Punkt dann. Ich glaube, dann musst du immer gleiten zum Schluss. An diesem Punkt. Ah, knapp aber geschafft. Da, dieses Vogelgeräusch. Das ist ja gerade war. Ja, der war einfach. Oh.
Arsch. Ich habe den Leuten gerade erzählt, dass du einfach warst. Damals. Okay. War anscheinend doch nicht so einfach. Da haben mich meine Erinnerungen wohl getäuscht. Aber wir haben uns noch geschafft. Hier haben wir noch eine Höhle. Ach, verdammt. Ich glaube, die Höhle mussten wir andersrum, ne? Oder war es die dritte Höhle? Ich weiß nicht. Oh. Hi. Cedric. Stimmt, ja, da müssen wir auch noch befreien. Kombiniere deine Superladung mit dem Springen und Gleiten, um die luftigen Höhlen zu erkunden. Ja, das haben wir schon gemacht. Aber trotzdem danke für den Hinweis. Und nein, wir wollen noch nicht nach Hause. Ich wollte mir nur das Geld abholen. So. Wie war das hier nochmal? Da doch. Hier rum. Oh, jetzt bin ich zu weit rum. Ah, zu früh abgehoben. Dann finde ich auch gut, dass man hier nicht runterfällt. Nein. Was tust du nur? Ah! Ich bin so gut, tut heute. Ich glaube, dann kommt auch von hier aus direkt so rüber, ne? Gut. So. Der geht mir schon die ganze Zeit auf den Keks. Irgendwie schaffe ich das schon. Gut, dann hätten wir den auch. Dann kommen wir hier nochmal kurz langsam durch. Mal gucken, ob wir irgendwie was vergessen hätten. Sieht aber alles gut aus. Hier ist es hier. Dazwischen nichts. Sehr gut. Wie gesagt, ich erinnere mich an vieles, aber nicht an alles. Ab und zu muss selbst ich mal ein bisschen nachgucken. Und war hier aber noch irgendwie was. Irgendwas war da noch. Springen müssen wir schon. Aha. Nein! Gibt das keine Guck noch so durch. Ajax. Ist das nicht ein Scheuermittel? Die nerven mich echt. Wenn ich groß und stark bin wie du, mache ich sie alle platt. Merk dir bis dahin, dass die Superladung dich unbesiegbar macht. Okay. Oh, Leben. Irgendwann fange ich wieder zu leben. Ah. Verdammt, das früher. Ey. Gibt's doch nicht.
Da sieht's jetzt aus wie so große Kotze. Hatten wir eigentlich schon Fähigkeitspunkte geguckt? Verbrenne das versteckte Gemälde. Was sind wir jetzt eigentlich gerade? Luftige Höhlen. Luftige Höhlen, verbrenne das versteckte Gemälde. Sind wir da nicht gerade gegen geklatscht? In die andere Richtung geht. Okay. Wird geladen. Wie sie gerade, wir sind bei 31 Minuten. Was? Wir sind bei 31 Minuten? Das kann doch gar nicht. Wir haben dasselbe noch nicht zu Ende. Weg. Au. Oh, das haben wir vergessen. Alter Sack. Au. Cyrus. Bitte unternimm etwas gegen die grünen Druiden. Die müssen immer alles verschieben. Okay. Oder hat jetzt auch noch was gesehen? Das ist ein Fünfer und wir hatten den einen Druiden noch nicht, ne? Also wenn da jetzt ein Fünfer drin ist, dann müssen wir das eigentlich haben. Ja, das hat ein bisschen länger gedauert. Ist ja auch nicht so schlimm. Kriegt ihr ein bisschen mehr für euer Nicht-Geld. Wobei Zeit ist Geld. Ihr habt Zeit jetzt investiert in dieses tolle Video. Und ja, so habt ihr bezahlt. Kann man so sagen? Natürlich auch nur, wenn ihr den Adblocker aushattet. Ja, ich meine ganz ehrlich, mit 30 Minuten eine Werbung drinne. Und eine Werbung am Anfang. Ich denke, das ist zu verkraften. Und eine am Ende natürlich. Also am Anfang, bevor das Video startet, in der Mitte. Und sobald das Video zu Ende ist. Bei 30 Minuten kann man, glaube ich, nicht meckern. Ich habe andere gesehen, die hauen da bei 5 Minuten Video 10 Werbung rein. Finde ich eher suboptimal. Ja. Wie dem auch sei, das war's dann auch für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Und mische Mutter.